Grüß euch! So, ihr seht es, ich bin am Gemüsebettel da. Und zwar im Hintergrund, heute dreht sich alles ums Gemüse. Nicht ums Gemüse, sondern Herbstabbau von den modularen Gewächshäusern. Und die habe ich mal gebaut, vor 3 Jahren habe ich es gebaut. Und jetzt bauen wir es wieder ab. Die haben auf 10 Minuten aufgebaut, auf 10 Minuten angebaut, ein bisschen abwaschen, eine fertig für nächstes Jahr. Und jetzt bauen wir es ab, dann seht ihr mal, wie schnell das geht. Die habe ich vor 3 Jahren gebaut und stehen aber noch perfekt da. Schaut zu. Und dann hauen wir das Feld um, dann reißen wir es um. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Jawohl! Kompost da hinten. So, das erste Drum ist weg. Treibhäuse werden angelegt. Paprika. Gute Ausbeute. 4 Trümmer. 1, 2, 3, 4 und ein Dach drauf. Das war's. So, Vatikanesel, jetzt wird umgebaut, ummodifiziert. Und zwar anders Anbaugerät. Sauber der Gruber! Jawohl! Bin ich zufrieden, ich bin froh drum um deren Gruppe. Federzinkengruppe, jeder lacht. Aber der tut seinen Zweck, steht da heraus. Kannst sauber anhängen, kannst sauber durchfahren. Er ist schmal, hat aber ich brauche eine Rundling drauf, da, dass es ein bisschen schwerer ist, dass er besser reingeht. Mittlerweile haben sie eh schon trickert, aber. Naja, ein bisschen was geben sie ab, ein bisschen Gewicht. Und da hinten, mein zweites Schmuckstück, bin ich auch stolz drauf, ich sag's euch ehrlich. Eine Egge. Ja, die habe ich bisher noch nicht gescheit brauchen können. Nein, bin ich nicht recht zufrieden. Geht nicht recht ein, die zieht bloß oben drüber und drückt so, aber mehr auch nicht. Ja, aber ich bin froh, dass ich es habe. Klar, muss jetzt das unter Dach stehen, dass es nicht zusammenrast, aber wir haben nichts, da wo man es feststellen kann. Und so ist es ein bisschen kritisch. Aber jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. So, Seilwind runter vom Vatikanesel. Dann geht es da hin. Jetzt fängst du die Rippel noch. Wird doch jetzt nicht Ringer fangen. Jetzt möchte ich grubbern. Was ist denn los? Jetzt möchte ich grubbern! Jawohl! Du, Anbaugerät! Vatikanesel ist einfach das Top-Gefährt. Hau jetzt ein Wind runter, schaut es euch an. Seilwind runter. Grubber hin, ab, richtig einladen. Wird es dann schauen, der wird schauen, wie der reingeht. Richtig schön, Spätel hinaus, sie weißt schon, richtig schön, ein bisschen hat es geregnet, jetzt kannst du richtig schön einfahren, nichts ist drucken. Aber trotzdem, der muss schon hinterhergehen. Ist ein Kurzurlaub, ich sag's euch, es ist ein Kurzurlaub. Es ist deine Gruppe, kannst richtig schön 2-3 Mal durch, dann fällt's schon her. Hörst schon. Also, packen wir's, greifen wir's an. Jawohl! Thank you.
schon mal gesehen ohne Winden. Ich meine allerweil noch nicht. Schaut es nicht ohne Winden. Da steht's. Vatikan ist ohne Winden. Du kriegst gleich einmal Komplexe, kriegst du, wenn das Ding da hinten nicht drauf ist. Ja, auf geht's. Unterwegs. Den ganzen großen Ostweg, du. Das ist gleich den großen Ostweg, du jetzt. Ja, dann geht's auch gut. Meinst du? So eine halbe die Bäume. Das ist gut. Halt wieder eine ganze Uhrseite jetzt. Das ist gut.
Ohrseitet. Das kippt er dann vorne über. Er kippt über, ja. Halt weiter als er vorne anders. Nein, weil du das Gewicht weggenommen hast. Ja? Weil das, du hast das Gewicht weggenommen. Jetzt mal schauen, was der nächste Mal drückt. Schreiben wir so viel. Und der Lebensinstinkt angeregt. Ich habe keine Bladel mehr drauf. Ja, aber an denen sind doch viel Bladel drauf. Da sind viel Bladel drauf, aber wenn ich länger kann. Ja, von dem rede ich nicht. Ich rede von dem, wo ich daneben stehe. Tut doch nichts. Was tut denn das? Weniger Äpfel. Der Kot ist, wenn er immer weiter und immer mehr isst und bleckert, irgendwann hat er keine Früchte mehr, weil er das so isst und bleckert. Okay. Wo er denkt, dass es so geracht hat? Ja, das ist der Nachteil von Federzinken. Sie reißen halt schnell ab. Schauen wir mal, ob der fällt. Gleich wieder hingeschmolzt. Schauen wir mal. Wo ist denn der? Wo fällt denn der? Sieh ich jetzt auf Anhieb nicht. Auf Anhieb? Sieh ich es nicht. Seht ihr es jetzt? Da fällt er. Seht ihr es? Da ist er. Da ist er angerissen. Ist denn dabei komplett da den Schuh oder ist es ein Gleiter? Nein, komplett nicht mehr. Ich muss sauber machen. Und hier haben wir das da gerade rausnehmen, hinschmeißen und schauen, ob es dann noch heute das geschmolzen ist. Oder ob man neue brauchen. Also Federstahl. Das wieder reißen wahrscheinlich. Wir probieren es trotzdem, weil das die billigste Variante ist. Einmal geschmolzen. Spalt, dann hat man gut. Also ich hätte jetzt das einmal da angeschnitten. Sauber angeschnitten, ein bisschen der Fasen hingeschliffen, dass ich eine gescheite Wurzel zusammenbringe und dann richtig reingeschmackelt. Richtig reinbrennt. Dann wird das schon halten, oder? Was meinst du nicht? Meinst du das halt? Ich bin mir echt nicht sicher, aber ich will jetzt keine neuen Zinken kaufen, weil die kostet mir auch Geld. Und geschwollt ist gleich. Dann haben wir Geld gespart, wenn es halt. Aber wir probieren es einfach aus. Was sagt ihr? Wir probieren es aus, ob die Zinken halten oder nicht. Geschwollster. Aber 50-50 Chance. Also schneiden wir mal ab, gerade Phasen hin, eine Schwolzen. Vollgas! Mit 280 Ampere drauf! Das ist auf alle Fälle zu voll. Ja, das ist halt das. Du musst da im Endeffekt, Praxis ist immer anders wie Theorie. Und das hier halt. Heiß! So rund ist es. Das ist richtig rum. Und das andere, da muss jetzt der Schnäpfel zu mir hier schauen. Danke.
Danke fürs Mithelfen. Ja, vielen Dank fürs Mithelfen. Danke. Nicht der Fachmann. Es ist rausgerutscht. Ich bin jetzt der Papa auch Fachmann, weil leider nicht. Kann nicht jeder Fachmann sein. Jetzt beim ersten Mal wieder anreißen, das ist halt so. Genau, das ist wenigstens bei der Bier. Eben. Man weiß, dass es nicht geht. Könnte funktionieren. Wenn man so klein was kauft, das kostet ewig. So schnell geht's. So schnell ist wieder Herbst. Jedes Jahr aufs Neue. Ja. Und es ist halt einfach vom Gemüsebettel her schon nicht allebei so gewesen bei uns. Ne. Wir haben mit anderen kleinen Gemüsebettel angefangen. Dann haben wir gesagt, da müssen wir aber umgraben, wer tut denn das? Und keiner hat es da rein. Und so kommst du dann zum Gemüsebettel wieder hinten. Seht ihr so? Das war ein bisschen größeres, aber die Größe macht gar nichts, weil da kostet einfach mit Gruber. Dann zeigst du ein paar Mal durch und zack, ist umgerum. Vorher den Rasenschnitt aber rein. Verdollen, der Hüfte ist ungerade, dann kommt das Ungrad nicht so. Und die Erde ist von Jahr zu Jahr immer lockerer geworden. Wir betreiben das Ding jetzt da schon 5 Jahre. Und die Erde, die war am Anfang katastrophal. Das war einfach ein Wiesenboden, da ist nichts drin gewesen. Kein Lehm, kein Ringwurm, gar nichts gefunden. Und jetzt haben wir nach und nach das aufgebaut. Dann haben wir auch mit der Fruchtfolge, aber was ich da mal haben wir gemerkt, Erdäpfel haben hinten besser, haben aber nicht recht was waren. Dann haben wir es vorne hin, weil da geht unser ganzes Ringwasser, läuft da oben, dann ist vorne aber zu nass, ist auch nichts gewesen. Und dann haben wir gemerkt, für Erdäpfel ist zum Beispiel das Bettel überhaupt nichts, wert nichts. Es ist zu feucht, zu nass einfach. Aber Tomaten und Paprika, die gingen brutal. Und Tomaten, wir mögen Tomaten am liebsten. Nicht? Und die grüßen wir rein, die machen wir in harten Tonnenweise, möchte ich fast sagen. Und die grüßen wir rein, und dann passt das auch. Am Anfang aber naja, skeptisch. Ja, magst du das mit Gruppe oder nicht? Ja, was willst du denn sonst machen? Du musst das irgendwas machen, weil wenn du das alles mit der Hand umgeräumt hast, dann wirst du alt. Die Zeit habe ich auch gar nicht. So fährst du durch und dann ist es umgerommen, dann reißt das Ungrad raus. Das ist eh bloß oberflächlich, das ziehe ich nach hinten wärts. Da hinten ist dann der Kompost und dann schreibe ich es mit der Schaufel zusammen. Dann sitzt das zusammen im Kompost, dann geht alles in einen. Ist perfekt. Ist perfekt. Einmal arbeite ich von vorne nach hinten und einmal von hinten nach vorne. Einmal im ein Jahr von nach hinten, ein Jahr von hinten nach vorne. Und so gleicht sich das aber schon aus und wird nicht hinten mehr Code, was dann zusammenschreibt wie vorne. Und so ist das aber schon eben. Da kannst du sagen, was du willst. Machen wir aber Blühstreifen hier mit Blumen, weil noch haben Insekten da und dann hast du so eine reiche Ernte. Das haben wir lange nicht gespannt, aber wenn du irgendwann einmal drauf kommst, dass Blumen hinpflanzt, und die kosten da halt ein Geld, aber pflanzt sie es hin, da kommen Bienen, da kommen Hummeln, da kommt alles, was kreucht und fleucht, und die bestäuben euch eine Pflanzen, und dann habt ihr jetzt solche ertragreichen Jahre, die habt ihr noch nie gesehen. Das glaubt aber keiner, aber es ist ja so. So. Ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Es ist zwar ein Federzinken abgebrochen, aber den haben wir wieder hingeschweißt. Weil gearbeitet wird, ist alle ein bisschen ein Schwund. Immer wieder. Und dann weiß man, dass man lebt, wie man arbeitet. Und für was sind wir anders da? Wir sind fürs Arbeiten da auf dieser Welt. Und für sonst was sind wir überhaupt nichts da. Wir haben fürs Arbeiten da. Und wenn du arbeitest, dann bleibst du fit, dann bleibst du in Schwung, dann glühe Gelenke. Verstehst, dann wirst du alt. Darum werden die alten Leute, weißt du, was 90, 95 werden, die alten Leute von früher, sie werden so alt, weil sie einfach arbeiten. Gearbeitet haben das ganze Leben 100% und sogar bis zum Letzten. Und darum sind sie so gesund. So, in dem Sinne,
wünsche euch was. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es bald eine neue Maschine. Seid gespannt, bleibt freundlich und bleibt meinem Kanal treu. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal. Habt ihr einen Servus? Jawohl!